Wir machen manchmal Sachen, ohne viel nachzudenken. Aber es kann sein, dass was nachher daraus entsteht, sehr, sehr schlimm sein werden kann. Er erzählt einmal, nach dem Schiur kommt zu ihm ein alter Mann, sagt: Rebbe, ich muss mit Ihnen unter vier Augen sprechen. Sagt er: Kein Problem, die gehen nachher rund ums Haus. Was willst du? Und er sagt, die sind eingereist nach Eretz Israel, als er noch ein kleines Kind war. Und diese Aliyah, es war eine schwierige Aliyah, die waren sehr arm, haben zu Hause nichts manchmal nichts zum Essen gehabt, sehr oft eingeschlafen ohne Abendessen, in der Früh aufgestanden, ohne Frühstück weggegangen. War wirklich eine Hungersnot war zu Hause. Bis Gott sei Dank ich 13 Jahre alt geworden bin. Und mit 13 geht man in die Yeshiva. Und da habe ich mich gefreut, Gott sei Dank, in der Yeshiva zumindest ein Butterbrot werde ich bekommen zum Essen. Aber man braucht einen Bar Mitzwa, einen Anzug, einen Hut, damit man ordentlich anständig ausschaut. Einen neuen Anzug, einen neuen Hut kann man vergessen, sowas gibt es dort nicht in ihrer Familie. Er hat geerbt von einem verstorbenen Onkel, hat er geerbt einen Hut und einen Anzug, der um ein paar Größen zu groß für ihn war. Kann man nichts machen, das ist das, was er gehabt hat. Und er hat in der Yeshiva gelernt. Trotz dieser Armut hat er in der Yeshiva gelernt. Sind gekommen die Sommerferien, Ben Azmani. Und er sieht draußen, gab es ein Plakat, wo geschrieben steht, für junge Burschen, Ben Azmani, Geld verdienen wollen, in dieser und dieser Firma wird gut bezahlt. Sofort. Er geht dorthin, sagt, ja, ich will arbeiten. Wie viel bekommt man? So und so viel. Aber es ist harte Arbeit, von früh bis abend. Kein Problem, ich bin bereit. 13-jähriges Kind. Ich bin bereit, warum? Er wollte unbedingt für sich einen neuen Anzug und einen neuen Hut kaufen. Er arbeitet tüchtig von früh bis abend. Jeden Tag geht er, kommt rechtzeitig hin, geht auch rechtzeitig raus. All das, was er machen muss, macht er. 3 Wochen später kommt plötzlich der Chef. Kommt der Chef hinein, ganz, ganz wütend, böse, schaut alle an, sagt so, alle aufhören, alle zu mir ins Büro. Keiner wusste, was es ist, nur die gehen alle zu ihm ins Büro hinein. Er macht die Tür zu und sagt, ich habe auf meinem Tisch habe ich gehabt einen Tape-Recorder, kleinen Tape-Recorder. Heute, ich weiß nicht, wisst ihr noch, was das ist? Ja, ich sag's nur. Aufnahmegerät. Kleine Aufnahmegerät mit Kassetten. Kennst du noch die Kassetten, die damals waren? Und ich habe so ein Aufnahmegerät von außen habe ich gekauft, sehr, sehr teuer, und es ist verschwunden. Einer von euch hat es gestohlen. Deswegen, im Guten, ich will nicht die Polizei einschalten, ich will jetzt nicht großen Taran machen, bitte im Guten, derjenige, der es gestohlen hat, es wieder zurückgeben. Jeder schaut einer auf den anderen. Und er sagt, ich weiß auch nicht. Er sagt, okay, keiner gesteht. Ich, jetzt sind kleine Kinder, er hat sie versucht. Ich kann vom Gesicht lesen. Ich werde jetzt jeden anschauen, ich werde jetzt erforschen, wer der Dieb ist. Er geht und schaut jeden an. 1, 2, 3, 4, 5, schaut jeden, kommt zu mir, schaut mich an und dann sagt er, du bist der Dieb. Gib es sofort zurück, beginn mich anzuschreien. Ich sage, ich weiß gar nicht, was das ist, dieses Tape-Recorder, ich kenne das nicht. Und wir haben zu Hause nichts zum Essen gehabt, ich habe niemals was gestohlen. Und schon gar nicht jetzt. Nein, du bist der Dieb. Und alle Augen auf ihn, alle schauen ihn an. Und du bist der Dieb, du hast gestohlen, gib es sofort zurück. Ich habe das nicht. Geh weg, morgen kommst du her, du bist gekündigt, du bekommst deinen Lohn morgen und komm nie wieder her. Und sicher, vom Lohn werde ich abziehen, das, was du, den Wert von diesem Tape-Recorder. Er sagt, ich komme am nächsten Tag hin. Ich sollte 20 Lirot bekommen. Er hat mir 18 abgezogen. Statt 20, 2 Lirot hat er mir auf mich geschmissen. Nimm das und verschwinde. Ich habe das genommen. Weinend bin ich rausgegangen. Und dann, jeden Tag in der Nacht, vor Schma Israel, jeder von uns sagt, Areni mochel vesolech lechol mishechisod. Ich verzeihe und vergebe jedem, der mich geärgert hat, jeder, der mich beleidigt hat. Und ich habe immer dazugefügt, jedem außer diesen einen. Jedem außer diesen einen.
Und sagt Bruder Rav, nicht nur jede Nacht, jedes Jahr vor Yom Kippur. Ich habe gesagt, Gott, ich verzeihe jedem. Jedem außer den einen. Vergehen die Jahre und 60 Jahre später, letzte Woche, ich gehe auf der Straße und ich sehe, Bnei Brak, ja, gibt solche Plakate von den Verstorbenen. Gestorben ist Volontschev Volontschev und Levaya und so viel. Und man sitzt Shivai und ich sehe seinen Namen. Und dann meine innere Stimme kommt raus und sagt mir, genug, genug schon. Wie viel kannst du jetzt schon diesen Hass gegen ihn in deinem Herzen haben? Komm, verzeih ihm. Okay, es ist schon passiert. Aber zumindest jetzt, wo er gestorben ist, im Himmel, er wird jetzt auch dafür bestraft. Und im Himmel, die Strafe ist nicht für ein, zwei Jahre auf Bewährung. Ja? Im Himmel für ewig. Wie viel ist ewig? Wenn du nimmst eine Sanduhr und der Sand von allen Meeren, die es gibt, in diese Sanduhr gibst du rein. Wie viele Körner gibt es dort? Kann jemand schätzen. Und jeder Sandkorn einmal in eine Milliarde Jahre kommt runter. Wie lange dauert es, bis alle Sandkörner unten sind? Das ist noch nicht ewig. Das heißt, es ist noch länger. Komm, vergib ihm. Vergib ihm, was war, was war. Ich will ihm schon vergeben. Und dann plötzlich kommt wieder diese Stimme. Du Dieb, du hast gestohlen. Und ich sehe, wie diese 2 Lira mir ins Gesicht geschmissen werden. Und alle Augen, die mich anschnarren. Nein, ich vergebe ihm nicht. Ich kann ihm nicht vergeben. Ich bin gegangen zu einem Rabbiner, habe ihm gebeten, Quod Rab, ich habe selber jetzt Schuldgefühle, weil ich nicht verzeihen kann. Geben Sie mir irgendeinen Tikkun, irgendetwas. Sag dem du, wir sind mittendrin in den Shiva, in den 7 Tagen, ersten Tagen, weil er verstorben ist. Geh in den Yeshiva, nimm 10 Leute dort, 10 Torah-Studenten, gib jedem 200 Shekel und die sollen Leilui Nishmat, für diesen eine Person, sollen sie Mishnayot lesen und beten. Und wenn du 2000 Shekel ausgegeben hast, für 10 Studenten jeweils 200, 2000 Shekel ausgegeben hast, glaub mir, du wirst schon verzeihen. Er sagt, Rebbe, was soll ich denn sagen? Ich habe 2000 Shekel ausgegeben. Aber ich kann noch immer nicht verzeihen. So tief war diese Verletzung, ich kann ihm einfach nicht verzeihen. Ich will, aber ich kann es nicht. Wie oft haben wir manchmal Sachen gemacht, ohne zweimal nachzudenken, Moment, er ist ja auch ein Mensch. Er hat ja auch Gefühle. Kann sein, dass ich ihn jetzt durch meine Tat verletzt habe. Lass mir jetzt Geld, gestohlen. Seine Gefühle. Kann sein, dass ich ihn jetzt verletzt habe. Ich kann kommen und sagen, bitte verzeih mir, entschuldige, vor Yom Kippur. Ah, bitte, heute ist Yom Kippur, bitte verzeih mir. Ja, ja, ich verzeih dir, aber hat er wirklich vom Herzen verziehen? Hast du diese Wunde, hast du sie wieder gut gemacht? Es ist sehr, sehr schwierig manchmal. Darum, besonders bei diesen zwischenmenschlichen Sachen, müssen wir sehr, sehr aufpassen. Sehr, sehr aufpassen.